Hallo und herzlich willkommen zu Amnesia The Bunker. Ein Spiel, das mich ziemlich überrascht hat, weil ich glaube ich erst vor 14 Tagen erfahren habe, dass es überhaupt kommen soll. Und schon ist es da. Ich habe versucht, mich nicht spoilern zu lassen und habe nur gesehen, dass es sehr gute Bewertungen gekriegt hat. Und ich habe das Gefühl, wir sollten einfach mal direkt reindelven. Dying is part of the thrill. It's vital to adapt, use caution and strategize to survive. Was gibt's denn? Wie hoch geht das? Achso, normal hart und easy. Ja gut, machen wir das so. Hint Subtitles. Wir spielen nicht mit Controller, also machen wir das auch aus. Und dann geht's ab in den Bunker. Ich glaube, es geht um den Ersten Weltkrieg. Aber mehr weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Lass uns überraschen. Ich hab ne Knarre. Alles klar. Das ist schon mal eine große Änderung. Ha. Die alte Amnesia-Steuerung, Sachen anzugrabbeln und dann zu bewegen. Seit wann gibt es denn bei Amnesia-Waffen Munition? Das ist was Neues. Muss ich jetzt ein paar Deutsche abknallen oder was? Das jetzt auffällt, mein Revolver ist gar nicht geladen und in einer Schachtel ist eine Kugel. Ich dachte, ich hätte jetzt schon vier Magazine voll. Ich habe nicht annähernd genug. Au, 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 au. Verdammte deutsche Bastarde. Oh, Hilfe! Ich brauche Hilfe! Forward. Okay.
Danke, Lambert. Lambert. Ah, oh, Mann. Wie viel Rab ich denn hier rum? You're injured. Nicht gut. Ah, sehr gut. Sehr schlecht. Crafting? Was? Ist das hier noch im Amnesia? Von den Dingern beispielsweise. So. Mal. Was soll ich machen? Ich hab. Achso. Zwei von denen. So. Use. When equipped, hold links und links. Einheit zurückkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt alleine. Oh, hallo. Kann ich die? Kann ich die auch auf so ein Schnellmenü irgendwie? Oder muss ich die immer aus dem Inventar holen? Weiter geht's. Darf ich bitte die Lampe abholen? Hier draußen eine Lampe mitzunehmen, ist glaube ich tot zum Teil. Nein! Achso, ah, ich dachte, er macht alle Bullets aus. Okay. Nee, nur die leeren. Gut. Okay, ich muss auf alles achten. Wie voll meine Knarre ist. Nee, werf keine Granate! Gas! Gas? Okay! Where are you? Hier! Okay! Oh shit, das Gas killt mich! It is so fast, fast! We will dine on here. We make it out of this hell together. Now follow me. We're nearly there. Okay, sehr nett von dir. Jesus Christ, es ging ja von 0 auf 100. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. Noch was Besseres als diese pappige Pistole? Lambert? Freunde? Jeez, was ist denn hier passiert? Was schaue ich mir denn da an? Oh,
Then I'm going to get you out of here. War das zu teuer zu animieren, dass ich da runtergehe? Ist das bloß meine fetzenartige Erinnerung an irgendwas? Wahrscheinlich bin ich schon lange zu Hause und sitze immer im Sessel. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Raus aus dem Niemandsland. Lambert! Mein bester Freund. Das ging schnell. Jetzt der Punkt, wo ich Amnesie bekomme. Ziemlich viele von den alten Controls behalten. Aber anscheinend auch haben sie sich mal getraut, was neu zu machen, was ich ziemlich interessant finde. Ich hab eigentlich jeden Teil der Amnesia-Reihe bis jetzt gespielt. Das letzte war ja Rebirth. Ich muss sagen, den fand ich ein bisschen... Der war gut. War schon sehr gut, aber es war ein bisschen anstrengend, weil die Protagonistin so anstrengend war. Ich finde es okay, wenn man keinen Silent Protagonist haben will, aber ich finde es furchtbar, wenn die einfach die Klappe nicht hält. Natürlich kann man erfahren, wenn er da. Wie er sich immer seine Hände anguckt. Amnesia Course. So, da hat Clément. Admitted to medical treatment following events of 9th of July. Personal effects held in the storage locker. Patient remains in a weak coma state. Will respond to stimuli, but only for brief periods of time. When last roused, he reported no memory of recent events, had trouble recalling even his own name, most likely due to severity of initial head trauma. Will continue to monitor. If status does not improve in a week's time, recommend transfer to Saint-Étienne for neurological tests. Dr. Josinski. Da haben wir es ja mit der Amnesie. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe meinen Stuff verloren, aber der scheint in meinem Locker zu sein. Oder in dem Locker, der da gerade beschrieben wurde. Schwer zu sagen, was hier wichtige Gegenstände sind und was einfach nur interagierbares Zeug ist. Hier, das sieht gut aus. Das ist die Flashlight. 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently.
Oh, the thought of eating repulses me. Okay. Schreckliche, schreckliche Dinge habe ich getan, scheinbar. Hold F, pick up not to make too much noise. Muss denn das so laut sein? Interessant. Es macht Lärm, wenn man Licht haben will. Finde ich jetzt schon sehr interessant, ja. Damit. Ja, ja, das weiß ich nicht. Alpha Superhanger can be found in a total stab of your inventory. Ich guck mir noch ein bisschen meine Hand an. Oh Gott! Ich jetzt wünschte ich, ich hätte mir das Licht angeschaut. Autopsie von Renard. Body of Sergeant Renard. Multiple lacerations, chest cavity torn to shreds, every rib cracked, skull cracked open by repeated blunt force trauma. Who could have done this to him? Im Zweifel die Deutschen. Oh. Was ist das? Was habe ich mir damit gemacht? Okay, nein. Das möchte ich nicht. Fuel for use on the generator can be poured in empty bottles or on the ground. Was ist das? Was soll das? Hallo? Das Licht hält aber auch echt immer nur ein paar Sekunden. Das ist alles sehr beunruhigend. Diese Löcher hier und das Blut. Journée en Paris. Ich gehe erstmal hier lang, oder? Nein, tue ich nicht. Wieso habe ich zwischendurch immer das Gefühl, ich höre Schritte, die nicht meine sind? Oh, alles macht hier ein Geräusch. Thought I was the last one. We're trapped down here. The rat fucking officers ran and blew the exit behind them. What happened to you, man? You want to escape? You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a broader soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Ich... Better you do it than that thing. Lass mich erst mal gucken, wie viel Muni ich habe. You need it. Ich habe überhaupt keine Muni. Ja, ich komme gleich wieder, dich umbringen, keine Sorge. Kann ich beides? Ja, ich kann beides. Oh, aber ich habe nur... Ich habe nur zwei Hände, ne?
es ist nicht gelaufen wie geplant. Aber immerhin muss ich mir jetzt nicht die Frage stellen, ob ich eine Kugel verschwende, um meinen Freund umzubringen. Gehen wir außenrum, nicht an den Löchern entlang. Jemand hat das Licht ausgemacht. Warum sollte ich rennen? Ach, diese dumme Lampe, ey. Ich sollte mich jetzt schon mal dran gewöhnen, nur noch im Dunkeln Sachen machen zu können. Things. Ich habe ein Resident Evil Style Storage. Das ist der Bunker. Ist das quasi, ist das das ganze Spiel? Ist das der Bunker? Sick Room habe ich angefangen. Doctor's Office war ich. Dann bin ich hier in die Mess Hall gegangen. Prison. Soldiers Quarters, Arsenal, Maintenance. Oh, wie nett. Die französischen Bunker haben einen Wine Cellar? Natürlich. Alles klar. Processing deceased soldiers, please check the reverse side of their ID tags for any messages, symbols, or locker codes. These are to be wiped clean before the tags preserved and recorded. Aber jetzt habe ich ihn schon mitgenommen. Ist der jetzt weg? Was soll das denn? Ich hätte mir den aber gerne angeschaut. Oh, das ist angenehm. Das ist angenehm. Das ist. Haben die sich so viel bei Resident Evil abgeguckt? Ich wollte gerade darauf hinaus, dass das hier so ein schöner Safe Room ist und da schlägt über mir eine Bombe ein. Ist hier was drin? Mortuary personnel. The rat problem has not gotten any better. They're swarming every dead body. They're even coming after the wounded. But the vermin have no interest in flesh after it is burnt. So a new policy must be instituted. The bodies of all deceased soldiers must be burnt. I've spoken to Father De Reyes about this matter. De Reyes. De Reyes. He will probably... he will provide proper consecration for the deceased. Remains will be preserved for the families. This is not ideal and it fills my soul with pain. But burning the dead seems to be the only way to stop the rats from coming. So burn them, we must. Burn them, we must! Ich finde es sehr schön, dass man sich einschließen kann. Sehr angenehm. Was höre ich denn da?
ich mein eigenes Atmen. You can power the generator by filling it with fuel and pulling the lever. Any code you find is written down in the codes tab. Aber ich kann mir die trotzdem nur einmal anschauen. Jetzt wüsste ich gern, was auf dem ersten gestanden hätte. Nicht unendlich? Oh Mann. Oh Junge. Das ist super cool. Aber auch super furchtbar. Oh Gott. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, was das Problem sein wird. Ach, hier ist die Engonze. Fuel and fire. Give me that which I desire. Generator fuel is extremely flammable. Do not light any fires near the fuel. Do not fire any weapons near the fuel. Do, for God's sakes, do not even smoke your cigarettes near it. Store it only in sturdy metal containers. Glass breaks far too easily. If it spills, wipe the area clean immediately, then dispose of the rags outside of the bunker. On at all times. The fucker hates light. Your brains. If you think something might be possible to do, it probably is. Mache, dann hält der Generator länger. Ist das die Logik? Thank you.
nicht ganz sicher, wo ich hin möchte. Ich gucke mir eigentlich erstmal alles an. Ich frage mich, ob das gescriptet ist. Oder ob hier einfach randomly der Scheiß explodiert. Weniger Neues zu machen, weil ich im Moment renne hier rum wie die US fucking Marshals. Ich kann nichts mehr tragen. Das war's schon? Gasgranaten, okay. Das waren doch keine 12 Minuten. Waren das schon 12 Minuten? Mein Locker. Kenne ich meine eigene Dings nicht? 4873. Von 14. Gar nichts mitnehmen. Aber gar nichts. Shotgun. Warum habe ich denn keine Dings? Just found a new objective. Objectives will be marked in your map. Habe ich die Map immer dabei? Nee. Auf jeden Fall 100-mal mehr Zeug zum Mitnehmen, als ich Platz habe. Das ist nicht unbedingt gut. Das ist vor allem nicht gut. Oh Gott. Mein Gott, ja, da war alles angesehen. Ich bin so laut einfach. Alles, was ich mache, ist so laut. Ja, gut. Wir können mal direkt anfangen, alles zu verstauen, was wir nicht brauchen. Ich brauche ja wohl keine Gasgranate. Ich brauche ja wohl keine Bandage. Da hole ich jetzt erstmal noch was. Wir hatten drüben lag noch eine Granate. Ich habe einmal Fuel gesehen. Irgendwas im Locker noch. Geht die wieder aus? Ich beeil mich einfach. Bin dabei so laut, wie ich irgendwie kann. Was ist das? Ein Flair. Was sind das für Geräusche, Mann? Und schon wieder voll. Hm. Da ist ein. Okay, das ganze Spiel besteht daraus, dass ich Dings finden muss. Dog Tags, um hier alle die Sachen rauszuholen. Weil irgendwie jeder einzelne Soldat dachte, das wäre super klug.
Ersatzteile für alle Geräte in ihre Locker zu tun. Für wenn ich die Taschenlampe haben will, aber für länger. Die Sache ist, das Fuel, wie wir gerade gelesen haben, brauchen wir ja nicht nur, um den Generator flott zu machen und Licht in dem Puff zu haben, sondern auch, um wahrscheinlich später Leichen wegzubrennen. Ich glaube nicht, dass ich die Pocket Watch viel mitnehmen will. Der Inventar-Space ist ziemlich wenig und zu wissen, wie lange der Generator hält, ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, wie den Platz zu haben. Wenn der Generator leer ist, ist er halt leer. Da bringt mir die Uhr dann auch nichts mehr. Ich weiß nicht, was für Feinde ich hier finde. Ob ich meine Gasmaske noch habe. Ich weiß nicht, ob ich mich mit der Gasgranate am Ende nicht selber umbringe. Wir können auf jeden Fall erstmal gucken. Was ist denn ein Delil? Ach, das sind die Namen von den Leuten. Okay, okay, okay. Diese Tür da, wo das graue von dem grünen abgedingst ist, da bin ich nicht reingekommen. Wenn ich aber jetzt den Gang runtergehe und dann links, komme ich da vielleicht rein. Ich glaube, das probiere ich als nächstes. Und ich denke, ich kann mir erlauben, einmal Fuel aufzutanken. Will ich noch irgendwas mitnehmen oder warte ich erstmal, was ich finde? Ich denke, das beantwortet meine Frage. Ja, hat er irgendwie Munition hier oder so? Ich habe es noch nicht gesehen. Emergency Lockdown scheint hier überall zu sein. Warte mal. Er hat mir gesagt, wenn ich das vorhabe, soll ich es ausprobieren. Was ich vorhabe, ist, diese Löcher einfach zuzustellen. Damit was auch immer da rauskommt, nicht da rauskommt. Das ist eine gute Idee. So wird's gemacht. Oh. So viel zu lesen. Keiner von euch hier
Muni oder so mal. Nee, aber Flares haben sie. Oh oh. Ich habe, glaube ich, nicht mehr viel Zeit. Warum ist hier alles leer? Warum gibt's hier nicht einen Schuss Munition? Aha. Aber diese Löcher gibt's überall. Ist das zum Verstecken? Ja, ich muss gleich so viel lesen. Sollte ich mich nicht einsperren. Aber vielleicht sollte ich weiter versuchen, diese Löcher zuzustellen. Kann ja sein. Vielleicht ist es genial. Vielleicht bringt es auch. Oh, hier ist noch ein Loch. Ja, okay, bringt gar nichts. Oh shit! Oh shit! Ich habe auf jeden Fall was gehört, auf jeden Fall. Und jetzt höre ich es hier vorne. Oh Mist, ich hab die Falle nicht gesehen, ey. Sieht man da irgendwas? Das ist ein guter Zeitpunkt, die Notizen zu lesen. I've not seen another human for hours now. I might be the last, but in the hope that there might be another, I leave this now. So you do not waste any time. This is the only exit, the only way out of this hell of our own making. It was blown closed. It needs to be blown open. Don't bother digging. Impossible. Blow it up. The dynamite is locked in the arsenal. The detonator handle is somewhere down in the Roman tunnels, deeper in hell. I go now to try to retrieve them both. Though I do not know if you exist, I pray for you. Please extend me the same courtesy. Roman tunnels. Engineers have broken through our storage area and into the old Roman tunnels. They are, as we thought, structurally sound, deep, and I confess I was skeptical of this last point, but they do indeed lead in the direction of the German line. By September we should be in position to launch a massive push from inside the tunnels. Perhaps of note, inside the tunnels we found urns, Latin texts, etc. We'll do our best to preserve some materials for prosperity updates to follow. 14. Juli, night. Strange scratching sounds a few moments ago, and now it sounds like someone is pacing in a hallway. Probably Renard, drunk on the stash of wine I know he hides from us. Let's not confront him now. Either get him into bed to sleep it off, or convince him to share a bottle or two with me. 15. Juli, cold fear runs through all our veins now. Fournier has terrorized the men for answers. They say they were asleep until Renard's screams. I believe them, of course. Fournier went so far as to accuse prisoner 7304 of escaping his cell and committing the murder. Impossible. I worry about Fournier. His rage hides fear. He takes it on the men, and I can see no way to stop it. It breeds contempt. My mind slips back to the moment Renard started screaming. How easily it could have been me. How easily it still could be. For the first time, I wish the order to attack would come. I would rather face 1,000 German guns than this nameless threat. To any who find this, Fournier, our commanding officer, cowers next to me now.
He lost his mind to an abyss of fear. He repeats the same refrain over and over. Flee, flee, we must flee and seal the beast where it belongs. He wants to run, to blow up the exit behind him, sealing the demon down here. The demon and our men. His constant refrain, it is getting to me. And that same void of terror, it is also overtaking me. To any of my men who see this, once we're free of this place, I will get the arsenal code from him. I will get it and I will radio it back to you. Trapped down here with that beast, the arsenal may be our only hope. It's all I can do. All I have courage to do. Get to the communications room in the soldier quarters. Hide there. I'll broadcast the code to you. Joubert. Soldier's quarters. Prisoner. 30. Juni. After raid of last evening, we have in custody some 20 German soldiers from the IV Reserve Corps of the 2nd Army. This puts ourselves past capacity. With one exception, I recommend they be shipped to the camps as soon as feasible. Prisoner 7001 I would like to hold. Before capture, he ripped his rank and insignia from his uniform, so his rank remains unknown. Since capture, he has refused to say a word. I suspect he may be an officer or other important person. I believe once removed from his men, we can break him. Please advise. 9th of July. I do not know the time, but dusk has fallen, and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged, as if I was asking about when it might next rain. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink, argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Hab ich diese Bestie da losgelassen auf alle? Hier sind noch Fotos. Das soll mir vielleicht einen Tipp geben, dass ich dieses Ding abreißen kann. Das soll mich terrorisieren. Das scheinen die alten römischen Tunnel zu sein, von denen die gesprochen haben. Die Codes habe ich schon. Werden die durchgestrichen, wenn ich sie benutzt habe? Ich glaube ja. Ist die Zeit eigentlich weitergegangen, während ich das alles gelesen habe? Ich schleiche mal weiter. Sehr wohl bemerkt. Ich gehe nochmal zurück zum Generatorraum. Wenn ich mal ein paar mehr da rein tue. Ach so, warte mal. Ah, ich kann. Okay, das braucht ein Tuch, eine Flasche und Fuel. Für ein Molly. Das sind drei Gegenstände. Der muss dann aber auch ordentlich was können. Ich mache einfach mal. Shatters and Burns und Impact. Vielleicht brauche ich den noch nicht jetzt. Ich kann halt auch mal so eine Flare mitnehmen. Ich nehme die einfach mal mit, ich tue das Fuel jetzt da rein und dann gehe ich weiter looten. Thank you.
Teams hacken es. An was erinnert mich das? Das ist wie bei wie bei Metro. Metro haben sie doch auch diese Taschenlampen, die man immer aufziehen muss. Was ich da schon cool fand. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen darauf achten. Ob hier irgendwo einer. Nano? Ob hier einer. Fallen irgendwo aufstellt. Das scheint nämlich eine wiederkehrende Sache zu sein. Ich kann auf jeden Fall ein paar leere Flaschen mitnehmen. Ich weiß halt nicht, soll ich die. Ah, guck hier zum Beispiel. Kann ich hier nichts machen? Das ist doch scheiße. Soll ich die aufsprengen, diese Tür? Das wäre meine Frage gewesen. Der Typ hatte eine Puppe in seinem Schrank. In so einem scheiß Bunker. Ich kann schon wieder nichts mitnehmen. Ja, warum habe ich denn auch direkt drei Flaschen mitgenommen eigentlich? Viele von den blöden Türen gehen halt einfach nicht auf. Und das Tutorial hat mir beigebracht, dass ich die Luft sprengen soll. Soll ich das machen? Ist das das, was ich machen soll? Ich habe auch gar keine mitgenommen. Seite. Okay, dann habe ich aber wenigstens hier jetzt einen Durchgang. Ich habe die Tür zugemacht. Weiß nicht, ob das so smart ist. Jedes Mal, wenn ich herkomme, habe ich mehr zu tun. Erstmal muss ich das hier lesen. Increased security on Arsenal. I've ordered increased security for the Arsenal. Lock and code. And I will root out those responsible for this horrendous act. Justice will be done for France. Von Fournier. After Tremblay's death, the bunker descended into chaos. I've taken control and ordered the men to form up in squads. They are to hunt the beast down and kill it. They tell me it's not possible. They tell me the bullets don't kill it. They only buy a little time and the beast comes back angrier. Cowards. I've sent them back out now to do as they should. Hunt and kill it. If they fail, they'll face a worse fate than claws in the darkness.
eine Hand. Ich habe das Gefühl, ich habe 100.000 Items verpasst. Ich nehme die jetzt einfach mal mit, um da hinten eine Tür aufzumachen, oder? Ich glaube fast, dass das schlau ist. Und auf dem Weg dahin benutze ich mal so eine Flare. Ich frage mich, was das hier ist. Warte mal. Halt, stopp. Ich muss mich gerade nochmal orientieren. Also schön, vergessen. Das hier, das war auch der Raum, wo ich hin musste, von Delisle. Oder? Ja. Das ist genau dieser Raum. Und da ich nichts, keine andere Möglichkeit habe, so eine verschlossene Tür zu öffnen, außer mit einer Granate, ist das vermutlich, was ich machen muss. Original eine Kugel. Wahrscheinlich um mich selbst zu erschießen. Lass die Tür einfach auf. Muss ich nicht jedes Mal wie ein Volltrottel. Aufmachen, wenn ich verfolgt werde oder sowas. Viel Spaß. Hier im Raum und ich sehe nur dich. Ich glaube, er steht direkt vor mir, kann das sein? Warum? Ich dachte, er geht da hin, wo die Explosion war. Ich glaube, der steht direkt neben mir. Will mich jetzt aber auch nicht bewegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Das ging erstaunlich gut. Ich meine, immerhin hat's. Ich will hier runter. Ich kann nicht da runter. Fuck. Ich will nur schnell einen Zettel mit. Der von Delisle. Oh, nice! Ein Inventarplatz mehr. Shotgun Shells. Was soll ich denn damit? Ich habe keinen Shotgun, Mann. Was hätte ich hier. Was war jetzt hier Wichtiges drin? Hierher sollte. Doch nicht nur diese Tasche. Ich muss hier doch irgendwas finden. Ach, den Code für sein Locker. Und in dem Locker ist dann was Wichtiges. Ich glaube, das ist der Trick. Also nochmal zurück zu den Lockern. Schön langsam und leise.
langsam und leise! Warum ist hier alles laut? In der gottverdammten Dunkelheit ist halt alles laut. Wenn man einfach auch die absoluten World War One Stiefel anhat. Mit Metallsohlen. Ich habe vergessen, wo die locker sind. Ne, die waren, erstmal hier bis zum Ende. Dann den Gang ganz runter? Nee. Hier links. Da waren die locker. Diese Kiste hier steht nicht optimal. Steht immer im Weg. Und diese Tür will ich jetzt bitte aufhaben. Und wir suchen den Locker von Delay 6391. Ist hier noch Stuff? Da ist noch Stuff. Delay. Damit können wir den Lockdown aufheben. Es ist eine Schande, dass ich nicht an meinen eigenen Locker komme. Ist einer von denen, kann man die vielleicht einfach so aufmachen? Nee, oder braucht man für jeden Code? Außerdem, wo kein Name dran steht. Aber da ist natürlich auch nichts drin. Ich sehe halt nichts, ne? Aber vielleicht ist das der Moment, das Ding mal zu benutzen. Ne, ich will es nicht werfen. Wie aktiviere ich das denn? Ich kann das nur werfen. Das ist ja dumm. Nee, dann will ich das nicht. Okay, das ist auch einfach des Todes laut ist das. Prison. Soldier Quarters. Ich glaube, ich musste erst in die Quarters. Da war. Da konnte ich doch. Genau. Was war denn da? Was war denn da? Ich kriegte da doch, glaube ich, einen. Er radioed mir den. Get to the communications room in the soldiers' quarters. Hide there. I broadcast the code to you. Das will ich da machen. Da gehen wir jetzt auch hin. Da gehen wir hin und haben eine gute Zeit. Verspreche ich. Die beste Zeit werden wir hier haben. Oh, ein Ladebildschirm. Beziehungsweise, was auch immer das war. Ich hab das Gefühl, ich bin wieder bei Half-Life 1. Hallo? Oh, Stuff. Und direkt voll.
Ja, natürlich mit drei. Mit drei Klaus. Ja, warte mal. Daraus kann ich doch. Genau. Ich mache einfach Heilung daraus. Dann habe ich noch einen Platz frei. Ich habe nicht eine Bullet für meinen blöden Revolver gefunden bisher. Das geht nicht auf. Double shit, ey. Attention. Lese ich gleich. Hier wird es doch hoffentlich auch einen Safe-Raum geben, oder? Jeder Raum, mit dem ich bin, ist ein Safe-Raum. Warum habe ich Herzklopfen? Was passiert hier? Hallo? Na gut. Na gut, machen wir Licht. Ihr wollt das ja wohl nicht anders. Holy Dicks, ist das unangenehm. Überhaupt was, um Feuer zu machen? Ich habe die ganze Zeit nur Benzin dabei und Mollys und alles mögliche. Ich habe aber gar kein Feuerzeug. Licht. Vertreiben. Die sehen nicht aus, als wenn sie sich von Licht vertreiben lassen. Kein Gas geladen. Kann ich die Ratten vergasen? Ich fühle mich sehr unwohl. Kombinieren. Ich bin immer noch genauso aufgeschmissen wie vorher. Ich brauche eine Kiste, um Sachen abzulegen. Ich komme nicht wieder raus. Was denn? Was ist denn? Wofür kriege ich denn die Achievements? Ich habe nichts gemacht. Kann ich mich da drunter verstecken eigentlich? Ja, kann ich! Das ist super gut zu wissen. Ich glaube, dass diese Lampen leuchten, wenn es viel in der Nähe ist. Mann! Scheiße, ey.
Wie soll man denn hier irgendwas machen, ohne zwischendurch Gegenstände ablegen zu können? Ich will, na gut, ich muss natürlich auch wie der größte Lemming alles immer direkt mitnehmen. Und dann heul ich rum. Das gibt's ja gar nicht. Mehr Muni. Das erste Mal, dass ich Munition finde. Und Heilzeug. Ich frage mich halt, wie viel davon gescriptet ist. Es gibt ja die... Oh, hier bin ich. Es gibt ja den, so ein Dev-Block gab es mal von den Amnesia-Machern, die quasi... Ups. Die erzählt haben, wie genau ihr Insanity-System funktioniert. Und zwar in der Form, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Nämlich einfach nur geskriptete Sachen. Da oben. Geskriptete Sachen nacheinander abgespielt hat, aber nicht wirklich eine Auswirkung darauf hatte, was dem Spieler passiert. Clément. Gut, das ist gut. Hier ist einfach so viel Stuff. Aber ich kann nicht wirklich was machen. Es würde denen wahrscheinlich leicht fallen, einfach zu behaupten, dass es eine Mechanik gibt, die... Soll ich da mal rein? Kann ich da rein? Das sieht nämlich fast so aus, als wenn es groß genug wäre. Oh, 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 oh. Warum kann ich da nichts gegen machen? Kann ich eigentlich springen? Ich kann springen. Kann ich da drüber springen? Oder ist hier alles voller? Nee, es hat geklappt. Was passiert hier? Und was ist mit diesen Ratten? Oh. Hier sind ja überall Fallen und ich sehe sie nicht die ganze Zeit. Oh, ich muss echt mehr aufpassen. Communications Key! Ich muss sofort irgendwas loswerden. Ich heile mich jetzt halt einfach. Kann ich nicht. Ich kann es nicht machen, wenn ich vollgeheilt bin. Aber ich kann das doch. Ich kann es doch droppen, oder nicht? Ja. Okay. Ah, und er lässt es auch da. Okay, das ist super wichtig. Gut, dass ich da nochmal vorbeigegangen bin. Ich vergesse die ganze Zeit den Punkt, den ich versuche zu machen, wegen diesem System. Hallo? Ist doch da. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, vielleicht gibt es überhaupt kein System, irgendwie, dass ich viel Neues mache oder sowas, sondern das sind einfach feste Occurrences, dass das Monster erscheint, oder auch nicht. Ich habe das Monster bis jetzt noch nicht einmal gesehen. Eigentlich will ich es auch mal sehen. Oh, oh Gott, ich habe mir zu viel gewünscht. Ich glaube, ich habe mir zu viel gewünscht. Ich will es doch nicht sehen.
will es doch nicht sehen. Geht er raus? Ich glaube, er ist gegangen. Ich habe doch keine Lust, das Fahrzeug zu sehen. Ich verzichte. Ist das hier eine Safe Zone? Bitte? Wieso nehme ich denn direkt wieder das erste mit, was mir in die Hände kommt? Egal. Note to Faber. Oder Fabe. I was there when they pulled your friend Noir from the tunnels. He'd been screaming for hours before he was located, tied to the stretcher. He was still trying to scream. But all that came out was a horrible rasp. All of the engineers have seen things down there, myself included. We should talk, you and I, about what is to be done. Let me know when. Larry's report. 15th of May. To Fournier and Blanchet. I am now putting into writing what I have reported to both of my immediate superiors. Last evening, 14th May, I was assigned to aid the engineers in mapping the Roman tunnels. As I entered the deepest area of the tunnels, I noticed strange glowing liquid seeping from the walls. When I turned around, the walls of the tunnels themselves were suddenly gone, and I was standing in a vast plain of darkness. In the distance, there was a sickly light that seemed to be calling me forward. Between it and me, malformed shadows moved. I blinked again. It was gone. I was back in the tunnel. It lasted but a split second, but I am quite convinced that what I saw was no daydream, it was real. Since that experience, I have felt haunted, like a part of me is still there, stuck in the tunnels. I keep seeing shapes moving at the edges of my vision. I am formally requesting medical leave. Please help me. Okay. Fair enough. Daisy chain switches. Attention! The power of this part of the facility is daisy-chained. Shut off the power in one section in the chain, the subsequent areas will go off as well. Switches should only be turned off under extraordinary circumstances, like when I say so. Pranks and mischief will be reported directly to Renan. Nikolai's unsent letter. To Amanda Nikolai from Johannes. Dearest, thank you for the package. I'm saving the chocolate for a special occasion and I am keeping the photo close to my heart. It's been weeks now since I've been called for any combat action, but a new kind of fear is spreading inside the bunker. Last night I woke with a chill. A strange sound was emanating from deeper in the bunker, a kind of moan, a cry, perhaps a howl. I went to investigate and found myself standing at the entryway to the Roman tunnels. The sound came from inside. I dared not shine a light inside for fear of what I might see. And then a scrambling thudding came racing towards me from the darkness. A shape loomed up out of the shadows. I reached for my sidearm, ready to fire. It was Toussaint. He'd been awakened as well, but unlike me, he dared to enter the tunnels. He says he saw something there. As we stood at that moor, listening, the howling, howling, howling grew distant, receded to where I dare not guess. Perhaps our minds are gone, or perhaps there's something down there. Toussaint will not tell me what he saw. Please write me again soon. Love to you, Johannes. Mal nebenbei bemerkt, das ist, du kannst einmal im Vierteljahrhundert kannst du einen Brief von der Front an deine Frau schicken und es ist, ja, mir geht's gut, aber wir haben den absoluten ultrakosmischen Horror in den Tiefen unter der Erde dieses Bunkers gefunden. Love you, schreib mir bitte bald weiter. Komm schon, Johannes, da hast du mehr drauf. 9th of July, night. My conscience compels me now, as it failed to compel me then. I must do something, even if it costs me my own life. I must do something lest I never sleep again. I must do something or risk greeting hell itself as a relief. I must do something. I go. Das ganze Tagebuch von Henri ist eigentlich immer nur: Ich habe etwas getan. Oh Gott, die Dinge, die ich getan habe. Nun muss ich etwas tun.
Ich muss etwas tun. Was ist das denn? Ach, der Tanzstil. Franzosen. Natürlich der gute alte Tür Eiffel. Warum habe ich diesen Lappen mitgenommen? Dann habe ich so viel Heilzeug. Ich habe das Gefühl, ich muss ein paar mehr Mollys machen oder sowas. Ja, komm, scheiß drauf. Ich brauche den Inventory Space. Ich brauche den Fuel. Das Fuel? Die Fuel? Le Fuel. Ist der Witz, dass ich muss alle Schalter aktivieren, weil wie es in der Notiz stand, sind die alle in einer Reihe hintereinander geschaltet. Dann muss ich den Strom anmachen, dann muss ich hierher sprinten und dann kann ich mir den Funkspruch anhören. Ist das das, was ich machen muss? Ich glaube ja. Was soll das denn? Ach! Habe ich denn überhaupt schon alle Schalter aktiviert? Habe ich überhaupt einen Schalter aktiviert bis jetzt? Ich muss erstmal wieder zurück nach Monster City, habe ich das Gefühl. Warte mal, ich hatte doch gerade... Ja, genau, ich habe zwei Patronen. Das heißt, ich kann... Oh, aber das mache ich doch erst... Ich meine, das Schloss aufschießen, aber das mache ich doch erst, wenn hier Licht ist, ne? Weil sonst kommt ja sofort Mr. Monster Boy. Ja, nee, das mache ich nicht. Das wäre ja töricht. Jetzt muss ich hier aber nochmal durch. Und gucken, wo... Habe ich alle Schalter aktiviert? Und ich muss eigentlich das hier auch noch aufsprengen. Ja, aufsprengen. Ich bin sicher, bei Security ist irgendwas Geiles drin. Hier ist auch noch jede Menge Scheiß drin. Da hinten waren die Ratten. Habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Dahinter waren die ganzen Granaten. Nicht mehr ein Zettel. Ich muss mich hier mal eindeutig besser umschauen. Keine Ahnung, was ich hier alles liegen lasse, ehrlich gesagt. Nachzugucken, ob das jetzt alle waren. Also ich habe natürlich eine Möglichkeit nachzugucken, aber dann müsste ich ja nachgucken. Hallo? Hallo, Mr. Sir? Solange hier dieser Scheiß passiert, lese ich mal nochmal, was ich da gefunden habe. Von Tremblay. Farba is gone. Insanity Chaos. We were in the mess and it burst from the shadows right behind. Was haben die alle für Namen? Boisseron? But Farba was there ready. Practically threw himself in front of the thing and he shot it. Hit it. Dead on. The thing retreated. We thought for sure it was dead. Hagrid. But then, not 10 minutes later, it came back for him. I heard him screaming, being pulled into the wall, praying for salvation. And now I can hear it moving again, getting closer. Have to move on, or we'll all suffer his fate.
15. Juli. Fournier claims one of us killed Renard, but I saw Renard's corpse. His eyes were gone, gouged from his skull, his tongue was shredded. We all hated Renard, but none of us could have done this. War is a brutality, but it is anonymous, mechanized. We fire at distant soldiers. Whoever did this, it was intimate, it was sadistic. I fear for all of us. Ich hab noch einen Code. Ich kann gar nichts sehen. Aber hören kann ich sehr wohl. Was ist denn hier los? Was sind das plötzlich für Geräusche? Ah, hier ist noch ein Okay, den Schalter habe ich gedingst. Ich muss nur noch gucken, ob hier auf der anderen Seite einer ist. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Kommst du jetzt raus oder nicht? Wo ist er denn? Was soll denn das hier? Komm raus oder hau ab? Okay, jetzt haben wir auch mal das Monster gesehen. Okay, nur die Lektion war, ich habe den Schalter umgelegt. Gut zu wissen. Okay, dann hoffe ich, dass das alle Schalter sind. Ich gehe zurück und den Generator an. Upp, schön, fast vergessen. Wir beeilen uns auch mal ein bisschen, würde ich sagen. Oder auch nicht. Ich hock mich wieder in meine Ecke. Der da vorne wieder raus? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht passiert. Hier war doch eine Tür, oder nicht? Da war wirklich eine Tür. Ach ja, hier war auch noch was. Eine Granate gefunden auf dem Weg? Ich glaube nämlich fast nicht. Vielleicht ist ja eine Granate in dem Locker, wenn ich den aufmache. So. Es war der von Clément 6.
Nicht großartig, aber auch nicht furchtbar. Mal kurz. Die kommen sofort rein. Sehr gut, da haben wir das nämlich auch schon gemacht. Jetzt frage ich mich, ob ich nie wieder, ob mir jetzt für immer ein Ding fehlen wird, weil ich am Anfang den Tooltip nicht gelesen habe und quasi einmal so ein Ding verpasst habe und nicht auf die Rückseite geguckt habe. Super stark, dass das hier der einzige Raum ist, in dem man speichern kann und sicher ist. Finde ich einen starken Move vom Spiel. Ernsthaft. Puh. Okay, packen wir diesmal zwei Fiebel rein. Ich würde fast sagen, ja, oder? Das bringt mir halt gar nichts. Aber das speichere ich nochmal. Und dann renne ich rüber, sammle noch so viel Shit ein, wie ich kann. Und hoffe, dass der Funkspruch ankommt. Und los. Here we fucking go. Ach, here we fucking go. So, jetzt. Communications. Wenn da jetzt noch ein Schalter drin ist, bin ich natürlich bumsen. Ich habe mich hier noch nie umgeguckt, während Licht war. Warte, wie viel Platz habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, komm, ein Heilding nehme ich mit. Es fehlt ein Schalter. Und zwar da drin. Da drin fehlt ein Schalter. Scheiße. Wow, 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 wow. Ich denke, du hast Angst vor Licht. Amtlich überhaupt keine Angst vor Licht. Halt mal weg, halt mal so weg. Dankeschön. Ja, ja, ja. Was? Blood Trail. Oh Gott. Das auch noch? Gut, dass ich das mitgenommen habe. Oh, und mit dem unsichtbaren Verband verbinde ich mich. Was war das? Fleisch?
Habe ich alles für einen... Was? Expired meat should not be consumed. My soldiers better used to attract rodents and other bunker pests can be thrown. So, komm. Da rein und du auch da rein. Zeig mal Dings. Ach, verpisst euch doch! Euer Ernst! Haut ab! Ihr habt nicht genug Badges, um mich zu trainieren. Sein soll. Ja, fest das. Wozu habe ich denn das Fleisch da hingeworfen, ne? Dankeschön. Achtung. Sag es! 0, 9, ja? Okay. Mein Gott! Ah, oh, Mann! Ja, sorry, Mann. So ein Wunder in der Bett, wir probably just can't even hear the mouse, we're feeling the best. You're the best! I hope that you can forgive me. The Arsenal Code is 1, 0. Hier, nimm nine, das. 3. Arsenal is locked. You need this code. 1, 0. Das kommt auch hier rein. So, jetzt habe ich jede Menge Mollys. Nochmal Fuel. Aber ohne. Ich brauche halt Granaten, oder wie sieht's aus? Kann man wahrscheinlich noch 10 Mal zurückkommen und sich Stuff holen, oder? Aber ich bin immer noch verletzt, sehe ich. Ich habe einfach die verdammten Granaten übersehen. Überhaupt rein? Ich bin aus Shits and Giggles bin ich da einfach nicht drin gewesen. Ist es wichtig, hier reinzukommen? Und warum weiß der Boy immer genau, wo ich bin? Ja, komm, Mollys sind jetzt Nummer 1. Thank you.
burns on impact. Requires a lighter to use. Ja, ich hab. Das hab ich mir doch gedacht, ich habe keinen Leiter. Gehen Sie weg! Ah! Das war nicht fair. Das war voll nicht fair. Der hat mich doch gerade auch angegriffen, da war ich nicht sofort tot. Sag es nicht. Oh nein! Okay, der nimmt das wortwörtlich mit dem Speichern. Ich muss nochmal zurück ins Arsenal. Ah, warum bin ich denn direkt ins Prison gegangen? Okay, Lektion gelernt. Einmal den Fehler gemacht, aber jetzt wissen wir Bescheid. Los geht's. Diesmal weiß ich auch von vornherein, dass eine fehlt. Ein Schalter. Und ich weiß nicht nur das, ich weiß auch, dass ich dieses dumme Fleisch nicht mitnehmen muss. Gesagt, hau ab! Er macht das Gegenteil! Ah! Okay. Wieso stelle ich mich jetzt plötzlich so dumm an? Das hat doch die ganze Zeit geklappt. Diesmal, das wird der Run. Weiß trotzdem nicht, was ich hätte tun sollen, um diese Ratten da wegzumachen. Ich habe übrigens die ganze Zeit einen ganz fürchterlichen Verdacht, dass ich den Leiter irgendwo ganz am Anfang hätte finden sollen. Ich bin an allen Sachen buchstäblich vorbeigegangen. Ich bin ganz schön verletzt. 1, 0, 9, 3. I hope that you can hear me.
Tasche lasse ich da. Dann noch irgendwas zum Heilen, oder nicht? Da. Hey. Das ist eine scheiß Gasgranate. Ich muss ja jetzt dieses Ding leider benutzen, das ich gerade benutzt und gefunden habe. Ah, Laudato. Nice. Ich will doch nur hier raus. Ich will wieder zurück in meinen Schutzraum. Hat er genug gehabt? Fand er das doof? Das ist. Nee, das ist eine Fackel. Brrr. Ich verstehe halt nicht, was ich damit erreichen möchte mit der Gasgranate. Ist das ein gutes Item? Oh, oh. Nein, danke. Ich hatte noch. Hatte ich noch einen Code, als ich hierher gekommen bin? Arsenal. Ja, vom Arsenal. Nee. Nee, nee, nee. Hm? Doppelshit. Ich bräuchte halt mal eine Granate. Ich will mal diese. Verdammten. Türen aufkriegen. Ich wäre eh leer gewesen. Ich kann halt eine Menge Mollys machen. Ich kann 0 von diesen Mollys anzünden. 0,0. Ich keinen Leiter habe. Und das ist auch die volle Kapazität meiner Storage Box. Aber ich bin in den Soldier Quarters damit wahrscheinlich erstmal fertig. Ich könnte ins Prison gehen, da ist ja noch so ein deutscher Soldat. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber er ist da. Ansonsten muss ich jetzt ins Arsenal. Dafür habe ich jetzt den Code. Nochmal speichern. Aber ich glaube fast, das machen wir beim nächsten Mal. Hab ich jetzt erstmal ausgegruselt. Macht aber Spaß, macht richtig Spaß.
auch, ich finde die Neuerungen, die sie reingebracht haben, aka du hast eine Möglichkeit, dich zu wehren, sehr minimal, finde ich cool. Dadurch ist es fast noch gruseliger eigentlich, weil du musst richtig haushalten mit deiner Munition und allem. Du kannst im Zweifelsfall, das ist irgendwie wie so eine Get-out-of-Jail-Karte, die aber auch nicht immer funktioniert. Verstehe nicht wirklich, was die einzelnen Gegenstände tun. Leider. Aber vielleicht finde ich es noch raus. Keine Ahnung. Aber das, ja, das war auf jeden Fall jetzt erstmal der erste Teil von Amnesia The Bunker. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.